Sven-Christian Kindler hat das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Vogelsang von der Union hat vorhin davon geredet, Angela Merkel hätte in Europapolitik eine rote Linie. Jetzt kann ich mich erinnern, wie das die letzten 3 Jahre hier im Bundestag war. Es war immer zu spät, immer zu wenig, was diese Koalition gemacht hat. Das war ein Zickzackkurs. Sie hat diese Krise in Europa verschärft mit der Austeritätspolitik. Das war keine rote Linie, das war ein schwarz-gelber Irrweg in Europapolitik. Und das zeigt auch dieser Nachtragshaushalt. Die Chancen wurden hier nicht genutzt mit diesem Nachtragshaushalt. Stellen wir mal für die Grünen fest, wir sind eindeutig dafür, dass der ESM jetzt vorgezogen wird. Wir haben das auch immer beantragt, weil wir einen dauerhaften Rettungsmechanismus für sinnvoll halten, weil das ein erster Schritt auch zum Europäischen Währungsfonds sein kann. Deswegen unterstützen wir das, dass die Gelder eingezahlt werden. Das Problem ist jetzt aber, dass eben das vor allen Dingen über Neuverschuldung passiert. Vollständig über Neuverschuldung wird das finanziert, obwohl die Konjunkturlage extrem gut ist, obwohl die Zinszahlungen historisch niedrig sind. Und das zeigt eben auch dieser Nachtragshaushalt. Es gibt keine Verbesserung bei den Ausgaben. Es gibt keine strukturellen Einsparungen. Es gibt keine Konsolidierung. Es gibt keine Mehreinnahmen. Das ist ein Irrweg, auch bei diesem Nachtragshaushalt. Ja, ich komme gleich zu den Sparvorschlägen, Schorsch. Konsequenz muss ja jetzt heißen, wir müssen jetzt Schulden begrenzen, müssen jetzt Schulden auch abbauen. Das ist fiskale Verschuldung, da müssen wir ran. Wir müssen zum Beispiel auch Subventionen abbauen. Da gibt es eine Reihe von klimaschädlichen Subventionen, die wir abbauen können. Wir müssen strukturelle Einsparungen machen im Haushalt, zum Beispiel die konjunkturellen Effekte nutzen. Und wir müssen aber auch dafür sorgen, dass die Schulden dieser Krise gerecht abgebaut werden. Wir haben dafür ein Konzept vorgelegt als Grüne. Wir haben gesagt, wir wollen eine Vermögensabgabe. Für die nächsten 10 Jahre wollen wir von den Millionären in diesem Land 100 Milliarden Euro einnehmen, um die Krise, die Schulden der Bankenkrise eben finanzieren zu können. Wir wollen, dass es gerecht zugeht in diesem Land. Deswegen müssen die Millionäre ihren Beitrag leisten. Und wir haben ja auch dazu eine Anhörung beantragt, gemeinsam mit der SPD, für den Nachtragshaushalt. Kollege Schneider hat schon gesagt, es ging darum, die Bundesbank hat dazu Vorschläge gemacht, der Bundesrechnungshof hat Vorschläge gemacht, vernichtende Kritik in den Stellungnahmen für die Koalition. Gucken wir uns das Sparpaket mal an, Kollege Koppelin. Was ist aus dem Sparpaket eigentlich geblieben? Es gab die unsozialen Einschnitte beim Elterngeld für ALG-II-Empfängerinnen, es gab das Rasieren der Eingliederungshilfe für arbeitslose Menschen. Und was war noch? Sonst wurde fast nichts umgesetzt. Was war denn? Doch, was war denn? Einnahmen aus der Finanztransaktionssteuer sind bisher nicht geflossen. Da mussten wir sie immer treiben hier im Bundestag. Einnahmen aus der Brennelementesteuer sind so nicht gekommen. Was ist denn mit den Einsparungen bei der Bundeswehrreform? Da haben Sie nichts gemacht, da haben Sie haushaltspolitisch versagt. Und zum Nachtragshaushalt kann man auch noch mal feststellen, wie Sie eigentlich Ihre Haushaltspolitik machen. Es gab im Berichterstattergespräch eine Einigung, dass man das Arbeitslosengeld II um 200 Millionen Euro weniger ansetzt, weil man davon ausgeht, dass der Arbeitsmarkt sich besser entwickeln wird. Dann haben Sie sich in der Koalition noch mal beraten und haben gesagt, wir wollen noch mehr Geld verteilen, wir wollen noch mal mehr ausgeben und haben gesagt, wir machen das jetzt mit einem Antrag in der Haushaltsausschüttung mit 230 Millionen. 30 Millionen Euro wollten Sie noch mal ausgeben, das ist aber nicht seriöse finanziert. Die Arbeitsmarktdaten geben das nicht her, Sie wissen das gar nicht, ob das nachher kommt und das zeigt auch einfach, wie unseriös Ihre Finanzpolitik dabei ist. Weiterhin haben wir auch ja den Energie- und Klimafonds im Haushaltsverfahren beratet zum Nachtragshaushalt. Wir haben mir das damals schon vorgerechnet, was stattfinden wird. Der Bundesrechnungshof hat es nochmal bestätigt. Sie haben einen Schattenhaushalt eingerichtet beim Klimafonds. Sie haben keine Haushaltsklarheit und Haushaltsklarheit bei der Finanzierung der Energiewende. Sie haben damals mit 17 Euro kalkuliert für die CO2-Zertifikate. Von den Einnahmen ist der Fonds abhängig. Jetzt haben wir nur 7,50 Euro. Das heißt, der Haushalt musste massiv gekürzt werden bei der Energiewende. Wichtige Programme zum Klimaschutz, zur Energiepolitik fallen weg. Und Sie haben auch nicht den Nachtragshaushalt genutzt, um das zu korrigieren. Wir haben konkrete Vorschläge gemacht bei klimaschädlichen Subventionen, wo wir Geld
einsparen können, wo wir zum Beispiel bei schweren Dienstwagen im Flugverkehr bei Ausnahmemaße Ökosteuer Geld einsparen können, das Geld finanzieren können für die Energiewende, für den Klimaschutz, für zum Beispiel Gebäudesanierung oder auch für Forschung bei erneuerbaren Energien. Das haben Sie nicht gemacht. Und auch hier zeigt sich das klimapolitisch, aber auch haushaltspolitisch ein Versagen dieser Koalition. Die Frage von Frau Vogelsang, bitte. Ja, gerne. Mikro. Vielen Dank, Herr Kollege. Erinnern Sie sich eigentlich daran, dass bei Ihrer Haushaltsrede für den Haushalt 2011 Sie die gleichen Behauptungen aufgestellt haben wie jetzt und dass nichts, aber auch nichts von dem, was Sie gesagt haben, eingetroffen ist? Also ich verstehe die Frage nicht ganz. Ja. Weil kein konkreter Inhalt in der Frage enthalten war, aber ich will gerne darauf eingehen. Ich habe schon in der Haushaltsrede 2011 klar gesagt, der Energie- und Klimafonds ist schlecht konstruiert. Es werden die 17 Euro nicht kommen. Sie sind nicht gekommen. Es waren 7,50 Euro. Jetzt mussten Sie den Energie- und Klimafonds fast um die Hälfte halbieren. Das ist schlecht für die Energiewende, das ist schlecht für den Haushalt und zeigt, wie unseriös eigentlich Ihre Politik ist. Das ist alles eingetreten. Ja, und auch bei der Frage, wie geht es weiter mit Europa, ist diese Koalition auf dem Holzweg. Wir haben auch klar gemacht, man hätte mit dem Nachtragshaushalt auch schon Vorbereitungen treffen können. Wir brauchen für Europa ein Investitionsprogramm. Wir brauchen soziale und ökologische Investitionen, damit auch die Krisenländer eine Chance haben. Bei der Europäischen Investitionsbank hätte man die Kapitalerhöhung auch in den Nachtragshaushalt stellen können. Wir brauchen da mehr Investitionen, damit Europa auch richtig aus der Krise kommt, damit diese verheerende Austeritätspolitik auch beendet wird, damit es eben auch für die Krisenländer eine Chance gibt und eine gerechte und ökologische Krisenpolitik wäre für Europa angebracht. So. Und wir wollen das auch finanzieren. Wir wollen natürlich auch das finanzieren, weil es um die Gerechtigkeitsfragen geht, wie wir diesen Haushalt finanzieren. Das heißt, die Finanztransaktionssteuer muss kommen, weil sie Finanzmärkte eben reguliert, weil sie dafür sorgt, dass wir mehr Einnahmen haben. Und wir brauchen auch höhere Steuern, zum Beispiel bei der Einkommenssteuer und bei Vermögenden, weil die nämlich auch gerecht den Anteil in der Krise tragen können. Und so können wir auch in Deutschland und Europa gerecht investieren. Das haben Sie alles abgelehnt. Sie bleiben bei Ihrem Holzweg, das ist ein schwarz-gelber Schuldennachtragshaushalt. Sie haben ihn nicht konsolidiert, Sie haben ihn nicht strukturell eingespart, Sie haben aber auch nicht gerecht diesen Haushalt verbessert. Deswegen lehnen wir ihn ab und werden weiter dafür streiten, dass es eine gerechte und eine solidarische Krisenlösung für Deutschland und für Europa gibt. Danke.